Und da gab es nun Leute, die gesagt haben, das war gar nicht ich, ich habe es gerade erwähnt. Aber wenn die eine schlechte Tat zum Beispiel getan haben, ja, ich konnte nichts dafür, ich weiß nicht, Satan, der Teufel oder irgendwas, und da haben sie versucht, einen Sündenbock zu finden, meine Lieben, dieses Fehlverhalten jemand anderem aufzubürden. Da schuf man dann Jesus Christus, diesen armen Meister. Auf den hat man dieses Fantasieprodukt eines Jesus der Bibel, das ja nur symbolisch gemeint war, aufgeladen und hat gesagt, der soll nun unsere ganzen Sünden tragen, Gott sei Dank. Wie in Israel, ja, da lädt man seine Sünden auf den Sündenbock, schlägt ihn noch mit dem Stock und jagt ihn in die Wüste. Und das arme Tier, das trägt nun die Sünden dieser Leute, das sind gebildete, studierte Leute, die laden ihre Sünden auf einen Bock und jagen den in die Wüste und meinen, sie wären nun frei von Sünden. Das ist ja, Entschuldigung, döver als der döfste Dorfdepp, sowas zu lernen. Aber den Menschen gefällt sowas. Warum? Na, weil es ihnen sagt, Gott sei Dank. Ich bin zu schwach dafür. So wird's gehen. Jesus wird mich erlösen. Jawohl, der macht das. Und dann werden auch noch durch das Blut des Lammes reingewaschen, meine Lieben. Ihr wisst vom Buch des Lichts, dass wenn die Supermonade in die Materie fällt, es sich alles scattert, in Teile aufgeteilt wird. Auch die Supermonade wird sozusagen, teilt sie die kosmische Materie ein, Mula Prakriti. Da findet eine Aufteilung dieser Energie statt. Das ist symbolisch gemeint mit dem Opfer Christi, dass sich das teilt, ja. Später ein Lamm. Das ist nur für die einfache Masse als symbolische Geschichte weitergegeben worden. Was machen sie? Sie opfern Lämmer. Das machen die Inkas, sie opfern 40, 50.000 Menschen am Tag, den Göttern, ne? Da brauchen sie nicht zu wundern, wenn das Karma heute zurückkommt und sich heute auch wieder alle abschlachten. Das ist die Erklärung. Und die haben dann Christus auf seine Schultern, haben sie die gesamten Sünden geladen. Hat ihnen das was geholfen? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ja? Man kann, ohne jetzt böse zu sein, ruhig davon Dummheit, Ignoranz und Boshaftigkeit sprechen. Ja? Und mit dieser Art von Denken muss es aufhören, meine Lieben. Aber ihr seht doch selbst, dass man das kann. Geht doch mal in die Kirchen, ihr seht doch, wie das alles noch, wie der Tanker noch in diese Richtung fährt. Obwohl er vielleicht schon am Bremsen ist, ja? Das muss aufhören. Und das wird aufhören, indem wir beginnen, die Lehre zu verbreiten. So wie sie ist. Bei den Kindern angefangen. Kleine Büchlein, Buch des Lichts für Kinder. Wenn das Kind mehr wissen will, da ist dann das illustrierte Buch des Lichts. Das sind auch Illustrationen. Da ist dann ein bisschen mehr drin. Wenn es dann noch mehr wissen will, da ist das ganze Buch des Lichts und die Zweigschriften und so weiter. Aber man muss mal anfangen, ja? Und die Lehre von Karma ist so einfach, das funktioniert ja auch sofort, übrigens. Also Instant Karma. Ja, wenn ich eine Hand in eine Flamme halte, dann verbrenne ich mir die Hand. Das ist sofortiges Karma. Instant Karma. Oder ich berühre einen elektrischen Draht und kriege Stromschlag. Sofortiges Karma. Ob ich jetzt von dem Gesetz weiß oder nicht, das ist ja ganz egal. Ich sehe da ein Stück Draht, weiß nicht, dass es unter Strom ist. Ich fasse aber an. Naja, kriege ich einen Schlag. Das Gesetz macht keinen Unterschied mit denen, die es kennen oder nicht kennen. So funktioniert die Maschine. Jetzt gibt es eine schöne Sache, meine Lieben, einen Freund eigentlich, der ist das Leid, und zwar auch das Leid, welches andere haben, so seltsam wie das klingt. Dieses Leid lässt uns mitleidig werden, mitfühlend werden, sei es jetzt unsere nächsten Angehörigen oder andere Menschen, wenn wir nicht ganz verroht sind, ja. Und da empfinden wir dann Sympathie und Mitgefühl. Oder große Katastrophen bringen die Menschen zusammen. Sie helfen sich und so weiter. Das verändert auch unseren Charakter und macht ihn besser, ja, und auch stärker. Macht ihn stärker.
Also das Leiden hat schon etwas für sich. Man muss natürlich nicht wie Mutter Teresa darauf sadomasochistisch rumtrampeln und den Menschen Injektionen geben, die eh schon halb tot sind, die dann vor Schmerzen aufschreien, so wie es passiert ist. Und die Mutter Teresa sagt, Jesus hat gelitten, da sollst du auch leiden. Ja, sehr schön. Universum ist eigentlich ganz wunderbar aufgebaut, meine Lieben. Und es will eigentlich auch Harmonie in der Vergänglichkeit. Aber wir, da wir unwissend sind, seht mal, wir haben Nirvana aus Unwissenheit verlassen. Und da kann man sagen, gibt es zwei Unwissenheiten. Einmal über das Leidvolle des vergänglichen Lebens. Zweitens über wie man sich in der vergänglichen Welt verhalten soll. Das weiß ich ja nicht. Das lerne ich dann hier. Wenn ich dann allerdings an einem Wendepunkt angelangt bin in meinem Lernprozess und weiß, es gibt was anderes und das war das, wo ich hergekommen bin, ja, dann kann ich mir schon vorstellen und kann verstehen, dass manche sagen, und jetzt nix wie raus hier. Denn wir werden ja sowieso Leben für Leben wieder rausgeworfen. Ob wir jetzt gelernt haben oder nicht. Also auch die Meister unterliegen der Vergänglichkeit. Allerdings, da kommen wir dann noch dazu, das hatte ich wohl schon angedeutet, dass ein Meister natürlich immer wieder inkarnieren kann. Für ein ganzes Mahamantara. Dann allerdings beim Wiedereinzug des Universums in den Urgrund muss auch der Meister weichen, beziehungsweise seine Beilegungen. Ja? Dann ist wieder Ruhe. Mula Prakriti ist wieder harmonisch, ganz glatt. Und jene, die im Urgrund sind, die bleiben dort. Jene, die noch nicht erlöst sind, haben noch Verlangen. Das bringt sie dann wieder zum Erscheinen. Und so weiter und so weiter. Und das ist ein Verlangensdruck. Der Big Bang ist nichts anderes als die Totalsumme allen Verlangens der Wesenheiten, die aus dem Urgrund wieder zu neuem Leben erwachen, zu einer neuen kosmischen Reaktion und Reinkarnation. Ja? Sie reagieren auf ihr Verlangen jetzt. Die Schleusen sind geöffnet, der kosmische Atem entlässt sie wieder und da sind wir wieder. Und es geht wieder weiter auf dem Samsara, dem Rad der Wiedergeburt. Die menschlichen Konflikte, meine Lieben, die würden also ein schnelles Ende nehmen, wenn wir uns bewusst wären über unsere Verantwortlichkeit unseren Mitmenschen gegenüber. Wenn wir das wirklich wüssten, dass wir im Verhalten anderen gegenüber uns selbst Gutes oder Schlechtes tun, würden wir anders handeln. Keiner ist so krank, dass er sich ständig selber nur Leiden zufügt. Ja, das gibt es, aber irgendwann einmal ist der Schmerzensdruck zu groß wahrscheinlich. Dann macht man das nicht mehr. Nicht mehr, dann erkennt man die Gesetzmäßigkeit der Dinge. Und dann fragt man sich, welchen Weg soll ich einschlagen? Den Weg der breiten Masse? Was soll ich tun? Seht ihr, der Mensch ist ein Herdentier. Der wird geboren, wacht auf, schaut um sich und sagt, ach, die machen das, das mache ich auch. Dann geht er hin, macht mit und erkennt, na, ist doch nichts für mich. Da drüben, die machen was, dann mache ich damit. Das ist ganz gut, das gefällt mir. Nach einer Weile, nee, das ist es nicht. So taumelt er von einer Gruppe zur anderen, meine Lieben. Von diesem Taumeln soll ihn das Buch des Lichts erlösen. Die Lehre, der soll er folgen, wenn er denn möchte. Wir zwingen ja niemand, wir sind kein Kult. Wir bieten das nur an. Wenn er das nicht tut, wird er von einer Gruppe zur anderen taumeln und es wird sein wie Blinde, die die Blinden führen. Tut jemand etwas heutzutage, meine Lieben, weil es schön ist, weil es den Menschen Glück bringt, oder Frieden. Ja, wenn wir jetzt einen Egoisten fragen, dann sagt er, ich tue etwas, weil es mir gut tut. Und vielleicht noch den meinen. Ja, also ein egoistischer Mann, der sagt sich, ich will eine Frau und Kinder. Und in dem Sinne dieser egoistischen Einstellung, ja, sind sie Teil seines Lebens. Wenn sie denn so funktionieren, wie er will. Wenn das nicht passiert und die Sachen gibt's oft genug, dann kommt schon der Konflikt. Nicht? Da stellt sich heraus, dass seine Liebe für die Familie in Wirklichkeit nur Eigenliebe war.
Den hat nicht interessiert, was die wollen, na, was er will. Wenn wir umdenken würden und sagen würden, was wollen denn die anderen? Und inwieweit steht das in Konflikt mit dem, was ich will? Oder was kann ich tun für die anderen, damit sie wirklich glücklich sind in dieser vergänglichen Welt? Dann könnte man viele Konflikte verhindern. Meine Lieben, ich sage Konflikte, ich meine nicht, dass man nicht verschiedener Meinung sein kann. Selbstverständlich kann man und soll man meinetwegen auch verschiedener Meinung sein. Wenn man das ehrlich und höflich und uneigennützig austragen kann, dann ist das eine wunderbare Sache. Ihr kennt vielleicht das Sprichwort, französische Sprichwort, du choc des idées jaillit la lumière. Aus dem Widerstreit der Meinungen entspringt das Licht. Es ist ja auch so, dass unterschiedliche Meinungen wirklich zu einer neuen Erkenntnis führen können. Auch wenn wir uns über das Buch des Lichts unterhalten, viele geben den verschiedener Meinung. Sagen, wie ist denn das? Ja, so und so. Aha. Und warum ist das so? Ja, weil das andere so ist. Und so nähert man sich in der Diskussion und dann kommt ein neues Licht und dann erkennt man gemeinsam, ach so, ja, jetzt ist mir das klar. Wenn ich aber jemanden etwas einprügeln will, wie die Religionen das heute machen, im schlimmsten Falle mit ISIS, wo sie einem die Köpfe abschneiden, kann ich euch nur erwidern, erstens mal kriegt ihr das karmisch richtig dick zurück und zweitens, und zwar auch schon auf Karmaloka, Karmaloka, darum diese Kopfabschneider, die werden da einiges erleben. Denen werden die Köpfe abgeschnitten und die wachsen immer wieder nach. Und sie verlieren nicht das Bewusstsein, wie die, wieder der Kopf abgeschnitten. Das ist die Automation der Handlung, die auch im Astralen geschieht. Das ist ja eine Impression, ein Momentum, das da geschieht, das muss auslaufen, wie der Tanker, im Guten wie im Schlechten, ja? Da müssen wir also aufpassen. Eine Lehre, die man jemand einprügeln muss, ist das Papier nicht wert, auf dem sie geschrieben wurde, sagt das Buch des Lichts. Ja? Nun sagen viele, Darwin auch, das Überleben des Stärksten. Kampf ist gut, die Menschen müssen kämpfen und so weiter. Dem kann man entgegenhalten, wenn Kriege oder wenn Gewalt eine Lösung wäre, dann gäbe es schon längst keine Gewalt mehr. Gewalt erzeugt nur neue Gewalt. Es gibt schon seit Ewigkeiten Gewalt. Keine Lösung. Nun könnte einer argumentieren, es gibt schon seit Ewigkeit Liebe. Auch keine Lösung. Tja, meine Lieben, da muss man sich zurückziehen auf den nirvanischen Beobachtungsposten, wie ein Hochstand im Wald mit wilden Tieren, dann weiß man, dass Hass und Liebe nur die beiden gleichen Seiten sind. Denn die Liebe, von der die Menschheit immer redet, das ist nichts anderes als ein Anhaftungszustand. Ebenso wie der Hass. Ja? Da sollte man sich meditativ Gedanken darüber machen. Sympathie und Liebe. Schaut mal. Das ist so wie kosmische Harmonie. Oder anders, wie verhält sich Sympathie zu Liebe oder zu kosmischer Harmonie? Die verhält sich wie Bewusstsein zu göttlicher Intelligenz. Also, was ich damit sagen will, dass eine tätige Liebe, eine erwachte Liebe, die äußert sich in Sympathie. Das andere ist noch Leidenschaft, Anhaften. Welches, wenn Enttäuschung kommt, in die schlimmsten Taten oder zu den schlimmsten Taten führen kann. Ja? Diese Loslösung von Anatta, das ist die wahre, führt zur wahren Liebe. Sympathie ist viel höher als Liebe.